Mein Name ist Britta Oppelt, ich komme aus Berlin, ich bin 33 Jahre alt, ruder seit 1990 und bin in diesem Jahr jetzt zum ersten Weltcup in Belgrade im Doppelzweier. Ich bin durch meine Familie zum Rudern gekommen. Wir sind alle schon im Verein, das heißt also seitdem ich klein bin, bin ich bei Hellas Titania immer mit zum Pfingstkonzert da gewesen und als ich ins richtige Alter gekommen bin, wurde ich einfach gefragt, ob ich rudern möchte und so bin ich zum Rudern gekommen. Ja, ich brauchte 2009 mal ein bisschen Abstand vom Rudern, musste einfach mal ein bisschen Luft holen nach den Olympischen Spielen in Peking und habe dann, da meine Ausbildung bei der Bundespolizei noch lief, konnte ich mich quasi entscheiden. Beruflich hat es halt geklappt, dass ich auch wieder zurückkommen konnte in den Sport und dann habe ich probiert einfach im Sommer 2009, dann bin ich ins Boot gestiegen, habe gesagt, okay, jetzt probiere ich, hast du noch Lust dran, magst du noch und ja, somit habe ich dann im Herbst 2009 das Training wieder aufgenommen und meine Ausbildung bei der Polizei auch. Ich finde faszinierend am Rudern, dass man immer an der frischen Luft ist und gemeinsam dieses Erlebnis teilen kann. Im Doppelzweier sind die stärksten Konkurrenten auf jeden Fall Großbritannien. Die sind die letzten 2 Jahre Weltmeister geworden und das ist eine Herausforderung. Meine persönlichen Ziele für London sind, es wäre schön, wenn ich quasi meinen Medaillensatz, meinen ganz persönlichen, vollenden könnte. Ich habe in Athen Silber gewonnen und in Peking Bronze. Das Ziel ist auf jeden Fall, dort anzugreifen auf die Goldmedaille.